Moin Moin und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder reinschaltet, liebe Leute. Let's Play LS17 Nordfriesischer Marsch 2.1 Fabeln ernten. Gut, ist nicht ganz voll, merken wir hier. Was haben wir jetzt? 50% für eine so eine Bahn hier. Also, wir kriegen aus diesem kleinen Feld, weiß ich nicht, wie viele Anhänger voll. Aber wenn wir es mal ganz entspannt hier abfahren, müssen wir mal gucken, was wir machen mit dem Hackschnitzel. Wir können es im Hoflager natürlich einlagern. Wir können auch gleich erstmal wieder nach dem MB-Truck gucken, weil das schon so eine Sache, die soll ganz gerne noch ein bisschen laufen. Ja, das sind Pappeln. Noch nie gemacht. Anhänger wird voll, ist gleich voll. Wir müssen das Zeug irgendwo hinbringen. Ich weiß auch nicht. Brauchen wir eigentlich von hier Abfahrer zum Hafen oder so? Wir bräuchten noch einen zweiten Anhänger. Man merkt eben auch, man bräuchte tatsächlich, wenn man das am Laufen halten will, bräuchte man ja viel, viel mehr Abfahrer. Weil das ist ja mal gerade dann losgefahren. So, dann müssen wir erstmal gucken, wie wir das hinkriegen. Haben wir noch irgendwas hier am Hof? Ja, immer irgendwas am Hof. Wollen wir einen schnellen JCB nehmen? Besser ist. Haben wir denn irgendwas vom Hofhafen? Hofhafen? Hafen? Hofmehl, Hofgülle, Bahnhof, DR Nord, Feld, Getreideverkauf, Komposter. Zuckerfabrik ist recht nah, ne? Aber auch nicht der richtige Kurs. Und da fehlen mir natürlich jetzt eindeutig auch die Verkaufskurse, die wir brauchen später im großen Verkauf. Also erstmal einlagern. Eine Möglichkeit, oder? Später dann mit Courseplay automatisch abfahren lassen. So mal kurz interessant zu gucken, wenn der Abbruch gerade, das dauert ja ein bisschen, was wir jetzt hier so haben, oder? 500.000 Weizen, 263.000 Raps, 320.000 Sojabohnen, 46.000 Körnermais. Jetzt haben wir ein bisschen Hackschnitzel, wir haben noch Silage, 225.000, Stroh, 124.000. Auch also dementsprechend von allem etwas, eine ganz nette bunte Mischung hier. Und es ist noch nicht fertig, ne? Hier haben wir auch ein bisschen Saatgut, Dünger auf jeden Fall, das sehen wir hier vorne auch. Oh Gott, Schluck auf. Und dann haben wir auf jeden Fall auch ohne Ende viel zu viel Mist und Gülle. So, dann haben wir AI-Helfer drin. Alles andere, das macht keinen Sinn. Ne? Es ist hier so viel Zeug, was hier bei rumkommt, da müssen wir nebenher fahren. So, was sagt ihr, liebe Zuschauer? Endlich pappeln, ne? Aber immer noch ernten. Aber wir sehen mal wieder ein anderes Fahrzeug, ne? Nicht nur noch Mähdrescher, die kommen ja demnächst schon wieder, keine Sorge. Das ist auch das erste und letzte Mal pappeln ernten in LS17, das steht fest. Aufpassen. Nicht
zu sehr blockieren hier. Mit 10 km/h können wir entspannt nebenher fahren, das ist gut. Aber entspannt ist auch relativ, wir sind gleich schon voll. Also wenn man viel Kompost oder irgendwas produzieren will, viel Zeugs für Zellstoff oder Pellets haben will, sollte man einfach mal, sollte man Häcksler haben, ein Schneidwerk für Pappeln und dann sollte man einfach mal Pappeln machen, oder? Wusste ich gar nicht. Na guck, wir sind noch nicht einmal rundherum und wir haben schon 150.000 Hackschnitzel geerntet. Klar, man kann es auch verkaufen. Und auch, warte, was sind eigentlich der Hackschnitzelpreis, Leute? Das ist einfach. Auf der Marsch haben wir so viel. Wo ist Hackschnitzel? Probieren wir schon mal ganz unten. Palettenverkauf. Ja. Aha. Eingefallen. Ich finde es immer nicht. Hackschnitzel. Das kennt ihr ja schon. Hier, knapp 300. Im Sägewerk 300. Muss man überlegen, ne? Das ist ja gar nicht mal so wenig Geld. 300 mal 75.000 sind 225.000 circa. Also 22.500. Zweite Ladung. Also wir hätten schon 40.000 Einnahmen aus Ernte erzielen können. Das ist viel. Da brauchen wir viel Raps, ne? Oder? Sehe ich das gerade falsch? Hackschnitzel so lukrativ. Ich meine, das ist natürlich ein Ack, ne? Wundert mich eigentlich, dass man das denn seltener sieht. Weil es einfach zaglich ist oder was? Oder weil die Preise denn so stark auch sinken, weil man natürlich massig wegfahren muss. Macht also höchstens Sinn, glaube ich, so eine Aktion zu starten, wenn man direkt auch an der Verkaufsstation sowas macht. Und nur zack rüberfahren muss, verkaufen, weil 20.000 für eine Anhängerladung voll. Guck mal, wie schnell das denn geht. Ja, also, Wahnsinn. Oder sehe ich das jetzt falsch? Schreibt mal in die Kommentare, liebe Leute. Wie findet ihr denn das Thema Hackschnitzel? Habt ihr selbst mal gemacht? Und auch gesehen, ach ja, das ist ja gar nicht mal schlecht. Oder habt ihr gesehen, ah nee. Was man natürlich klar sagen muss, Hackschnitzel wächst langsam. Und Hackschnitzel wächst ja gar nicht, also die Pappeln wachsen langsam. Und da hat man das Feld. In der Zwischenzeit könnte man mit einer anderen Frucht wahrscheinlich zweimal ernten, ne? Aber die Zeit muss man auch erstmal haben. Und hier ist es das kleinste Feld. Und wir sind noch nicht einmal rundherum. Jetzt sind wir rundherum. Na klar, jetzt wird es immer weniger, aber zu viel. Hackschnitzel kriegt man natürlich aber immer genug auch aus der Produktion heraus, das ist klar, aber nicht in dieser Menge, in der Zeit. Ah, der MB-Tag unter 70, 30 stecken im Verkehr fest, das sind beide im Hopfen. Die müssen wir eigentlich gleich mal kurz befreien. Ja, einmal rum. Gucken. Ach Junge. Und deine Mission hier. Der ist schon voll, ne? Und natürlich der Drescher auch ein Problem, wenn er hier voll die ganze Zeit rumeiert.
Ja, der ist noch gar nicht so gut vorangekommen. Und ein bisschen vernachlässigt. Hoffentlich kümmert er sich jetzt mal. Kapazität hat er ja eigentlich, um sich zu kümmern. Ich bin auch so ein bisschen geflasht vom Hackschnitzel. Wollte ich das deswegen unbedingt mal machen, um mal zu sehen, wie viel Geld man eigentlich da rauskriegen würde. Man braucht halt große Kapazität. Überlegt mal, wir fahren hier mit einem 70.000er Anhänger, mit dem Cargos. Mach das mal mit einem 40.000er Anhänger oder so, du fährst ja nur noch ab. Überleg jetzt gerade, ob man sowas auch mal im Matchprojekt machen würde. Einfach nur mal das for fun, ne? Aber da muss man schon, also krass, ein Häcksler, man braucht auf jeden Fall mindestens 3 Abfahrer. Man muss in der Nähe von der Verkaufsstelle sein. Oder von den Produktionen. Weil ansonsten ist ja alles nicht machbar, macht ja gar keinen Sinn. So viel kriegt man in der Zeit nie abgefahren, nie. Never. Never ever. B-Truck steckt im Verkehr fest, hat sich irgendwo wieder aufgehangen leider. Wieso denn eigentlich? Wir müssen weiterfahren, dann steckt sie nicht mehr im Verkehr fest. Warten wir kurz. Der Kurs ist immer relativ, wenn er jetzt wieder anfängt weiter zu dreschen. Der andere ist auch gleich leer wieder da, zum Glück. So. Fahrer einstellen. Drescher ist leer. Fahre zu Drescher. Und nicht sein Ernst gerade, oder? Zurück zu unserem Pappeln. Da wartet jemand. Jeder andere Anhänger ist echt sonst zu klein. Also wenn man mal überlegt, kommt dann wieder her. Haben wir gleich die dritte Ladung voll. Also haben schon 210.000 Hackstützel herausgeholt. Umgerechnet knapp 60.000 Verkaufskurs. Da kriegen wir locker noch 3 Anhänger. Also 120.000 kriegen wir locker hier raus. Kriegen wir sonst nicht. Ganz klar, das kriegen wir sonst auf jeden Fall nicht. Aus dem kleinsten Feld hier auf der Marsch. Nie. 2 Anhängerladungen voll. 2 Anhängerladungen voll Weizen oder Gerste, Hopfen, Roggen, Weizen, Gerste, was auch immer. Ja. Aber auch nicht ganz 2 Anhängerladungen, meine ich. Also 30.000, 40.000 würde man vielleicht an Einnahmen so kassieren. Und hier machen wir mal das 3- bis 4-fache. Aber man braucht eben Häcksler, ne? Den haben wir sowieso nicht sonst in Matchprojekten. Viel zu teuer. Kann man sich auch nicht mal eben so vorbeigehen leisten. Dafür sind die echt zu teuer. Hackschnitzel ist aber leicht. Ups. In Ordnung hier. Was zu traurig, um später alles zu verkaufen, wenn ich hier so eine schöne Ordnung habe. Also es wird wohl auch noch den Sonntag dauern hier. Das ist tatsächlich nicht so, dass man zack fertig ist. Wir haben also ein 6 Meter Schneidwerk, also ich stelle mir das furchtbar vor mit einem kleineren Schneidwerk. Wie denn natürlich wie Kartoffeln oder wie sich hier Zwiebeln, sagen, Kartoffeln oder Zuckerrüben werden. War ja auch nicht so ein breites Schneidwerk.
Y entspannt Geschwindigkeitstaste. Das ist auch ganz schön so, oder? Gefällt mir. Sieht gut aus, auch mit dem Wasser rechts. Richtig hübsch. Problem ist nämlich, wir kommen schon wieder langsam zum Ende der heutigen Folge. Schnitzel. Müssen wir morgen weitermachen. Fahren jetzt noch zur Bahnhof zu Ende. Lassen wir noch einmal entspannen rennen. Oder wir machen den Anhänger noch voll. Dann fast gleich. Einmal hier die Bahn. Wird man nicht zu weit wegkommen, weil sonst kriegt er uns wahrscheinlich nicht mehr. Ah doch, kann direkt weiterfahren, das ist sehr gut. Den Abstand halten, ansonsten blockieren wir ihn gleich. Pappeln häckseln. Wo wird sowas eigentlich in echt gemacht? Ich muss sagen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich meine, das Schneidwerk jetzt mal außen vor gelassen. Das sind wieder so spezielle Schneidwerke dann davor. Ich habe es aber noch nie gesehen. In welcher Region wird das gemacht? Wer hat das von euch schon mal in echt gesehen? Würde mich interessieren. Glaube ich, der Häcksler ist auch gar nicht mal so leise, wenn ich das gerade eben in der Aufnahme richtig gesehen habe. Also sorry, wenn es zwischendurch mal ein bisschen lauter mit dem Häcksler. Ja. Aber einige sagen, wir haben ein bisschen was hören an Geräuschen. Und das finde ich auch völlig in Ordnung. Solange ihr mich ein bisschen versteht, Hintergrundmusik, ja, hört man ab und an mal so ein bisschen raus. Nur ein bisschen leiser natürlich jetzt. Aber auch nicht ganz so schlimm. Wir haben 90% gefüllt. Er wird jetzt hier nochmal eine Wendung machen. Dann haben wir gleich die letzten 8% fehlen uns jetzt noch. Haben wir hier gleich drin. Und wir können ganz einfach eigentlich, würde ich gerade sagen, weiterfahren. Aber jetzt haben wir ein kleines Stück zu weit gefahren, sodass er den Anschluss verpasst hat. Da hat er ihn wieder. Das war es tatsächlich schon wieder. Gut. Nachher sehen wir aber genau im Lager, wie viel wir hier rausholen. Aber vorher war nichts im Lager. Ich danke euch fürs Zuschauen, wenn es ein bisschen Spaß gemacht hat. Unterstütze mich mal ganz, 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 ganz doll mit einem kleinen Like und einem Kommentar, wenn ihr Bock habt. Dann freue ich mich natürlich auch, wenn ihr am Sonntag um 12 wieder dabei seid. Oder schon um 11:30, wenn es im Matchprojekt weitergeht. Je nachdem. Von daher, schönen Samstagabend euch. Bis morgen und tschüss.